Recht herzlich willkommen zur 16. Folge von Factorio. Ja, wir sind drinnen hier im Spiel. Wo ist das Mannequin? Da, in der Mitte, genau da. Gut, ja, wir gucken zu, dass sich alles dreht, alles bewegt. Tut's momentan auch relativ gut. Ja, irgendwie läuft's gerade. Müssen nur schauen, hier unten sieht's aus, als ob wir keine Munition mehr haben. Kann das sein? Ne, ist immer noch drinnen. Ach so, das ist angeschlagen, dann müsste man das reparieren vielleicht, ne? Kann man das reparieren? Das ist die Frage. Ne, wenn ich rechtsklicke, baue ich ihn ab. Ja, geht wohl nicht. Vielleicht geht's auch, aber ich weiß nicht wie. Kann ja einer in die Kommentare schreiben, wenn er das mal machen möchte. 18, 20, 21, 22, ja, das ist klar. Die Kohle läuft da auch immer schön weiter, das passt auch. Hier brennen auch Öfen, aber nicht alle. Das sind sowieso viel zu viele, glaube ich. Aber es läuft ja jetzt erstmal alles rund. Ja. Hier fehlt es an was? An roten Tränken. An beiden Standorten. Wo sind die roten Tränke? Hier im Endeffekt. Da fehlt es an Zahnrädern. Wo werden die Zahnräder gemacht? Nicht da. Da. Da sind noch zwei da. Können aber wahrscheinlich abgelegt werden. Genau so ist es. Wir haben zu viel im Kreislauf. Das ist ein Problem. Und da sind auch noch zwei. So, sind wir zu weit weg, aber ich sehe gerade, wir können wahrscheinlich hier ja auch sowas machen, oder? So, jetzt packen wir den mal da hin, ne? Das will er gar nicht. So muss er hin. Und dann braucht er Strom. Das war elektrischer Erzförderer. Haben wir noch einen. Cool. Da haben wir noch einen. Aber der geht da nicht, weil da der Strommasten ist, ne? Da geht eigentlich einer hin, aber irgendwie dann doch nicht. Okay, weiß ich nicht. Passt. So, jetzt wird abgenommen. Das ist auch gut so. Wir müssen erstmal was vom Band haben, damit es auch weiterläuft, ne? Die packen wir natürlich jetzt ohne Ende da rein. Alles gut. Da ist nichts, was wir brauchen. Jetzt ist die Frage, warum da keiner hingeht. Da sind noch 5 rote Tränke. Die nehmen wir mal mit. Da sind noch 4. Den grünen nehmen wir da auch noch raus. Schmeißen wir da rein und da rein. Läuft erstmal wieder. Zahnräder waren da. Okay, da lag es jetzt ein bisschen dran. Das war nichts auf den Bändern haben. Ja. Beziehungsweise wir haben auf den Bändern, aber er kann nichts ablegen. Das ist die Schwierigkeit, ne? Müssen wir umbauen wieder. So, der geht dahin. Das würde bedeuten, ich kann hier ein Band eigentlich so rummachen. Dann hier diesen Zusammenschieber hin. Ja, so.
Und dann haben wir keine Förderbänder mehr. Das ist schlecht. Gibt es hier irgendwo noch was? Da Förderbänder drinnen? Nein. Da ist auch keins. War das der? Nee. Ja, kein Förderband mehr da. Wohl nicht. Wo wurde das produziert? Hier? Nee. Da. Gut. Da muss es hin. Das ist irgendwo anders im Inventar gelandet oder was? Okay, dann brauchen wir so einen Verteiler. Den muss ich aber selber gerade bauen. So, da kommt er. So, da ist er. Und dann muss ich den abbauen und den abbauen. Und, na, ich sehe schon, das muss so rumlaufen. So, jetzt läuft das weg. So passt es erstmal. So hin. Und jetzt ist das so. Und da noch einer. Jetzt sollte das gehen, oder? Ja, sie gehen auf die Runde. Okay, dann haben wir das wohl wahrscheinlich geschafft. Nimmt der da runter? Es sieht so aus, ne? Der hatte schon mal gerade Zahnräder. Ah, jetzt möchte er ablegen und kann nicht. Super, ne? Ja, das ist das Problem. Aber er nimmt an. So, den dahin und den nehmen wir dann mal weg. Der belädt, der entlädt. Der belädt nach der auch. Aber ich glaube, das würden wir besser auf der anderen Seite machen, oder? Geht da nicht. Auch interessant. Keine Ahnung warum. Der rote Trank geht nicht dahin zu stellen. Sitzt irgendwie schlecht hier. Ja. Wie machen wir das? Gute Frage, ne? Ich glaube, wir machen da noch ein Fließband lang. Da meckert keiner, dass es was fehlt. Das ist schon mal gut. Ja, bauen, ne? So, das läuft. Und unglücklicherweise brauchen wir da Strom. Haben wir aber hingekriegt. So, jetzt werden die Fließbänder da abgenommen. Das passt. Die laufen auch schön da rein und laufen da gleich durch, ne? Genau, passt. Das ist gut.
ich weiß jetzt nicht, der läuft zu, der läuft weg, der kann weg. Hier geht es jetzt gerade an Zahnräder. Die werden da produziert. Da fehlt sogar an Eisenplatten. Die würden hier rum wiederum gemacht, ne, oder? Die müssen da rein. Schmilzen der da? Ha? Kupfer macht er jetzt gerade, okay. Eisenplatten sind gefragt. Wir haben gar kein Eisen mehr, kann das sein? Eisenförderung liegt brach. Würde hier unten sein. Ja. Ein so ein Ding produzieren. Gut, haben wir. Und dann würde ich sagen, müssen wir den hier sozusagen hinmachen. Nee, du musst hier lang, ne, oder? So. Und dann kommt er dahin. Und Strom muss er auch noch haben. So, jetzt fördert er, glaube ich, wieder. Sieht gut aus. Okay. Ist die Frage, wie lange braucht das, bis es durch den Kreislauf durch ist, ne? Tja. Der produziert Kupfer, der soll Eisen machen. Der ist voll. Was macht er jetzt wahrscheinlich wieder Kupfer, ne? Sieht so aus. Ich weiß nicht, warum der da drinne war. So, jetzt läuft es dann mit Eisen weiter. Kann aber nicht ablegen, das ist ein Problem. Da wird der Kupferdraht gemacht. Da wird auch draufgelegt, passt also. Da fehlen die Fließbänder. Und da ist Eisenmangel. Und dann zack. Daran soll es jetzt nicht scheitern, oder? Die Produktion läuft dann ja auch. Was ist das jetzt hier? Vier Türen sind in einem Kampf verwickelt, okay. Ich hab nie darauf geachtet, ne? Eisen ist jetzt wieder hier unterwegs. Bis hierhin sind wir schon mit dem Eisen, gut. Und wir hoffen, dass es dann besser läuft. Wir brauchen aber weiterhin hier Forschungspunkte, rote Tränke und da auch grüne. Da fehlen die Zahnräder. Die laufen da vorbei, aber packt sie sich nicht. Keine Ahnung warum.
Okay, wir machen mal so einen intelligenten hier. Keine Ahnung, wie der funktioniert. Okay. Zahnräder fehlen da. Kommt auch gerade keins vorbei. Da ist das nächste, oder? Okay. Hier unten ist die Eierzwitterung jetzt am Brach liegen. Ne, die rutscht noch, alles gut. Zahnrad ist hier, oder was? Na, super. Langsam, aber sicher rutscht es vor. Da ist es. Ja, jetzt kommt's hier durch. Da ist er schon. Vielleicht kriegt gleich der grüne Roboter das. Okay. Der packt's nicht, du glaubst es nicht, oder? Kommt das nächste Zahnrad vorbei, packt er auch nicht. Was wartet ihr denn? Ha? Ah. Er hat's jetzt genommen, ne? Genau. Und dann brauchen wir den da gar nicht, weil er der da ist. Ja. Sieht jetzt momentan so aus, als ob wir das umbauen sollten, ne? Aber wie? Da sind die Förderbänder am Laufen. Ist hier schlecht, oder? Okay, aber diesen Knoten hier, den müssen wir in der nächsten Folge dann machen. Jetzt würde ich erstmal sagen, soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.